Ja, damit willkommen zurück jetzt zu einer neuen Episode. Ich war mal ein bisschen farmen bei den Planeten und ich bin zu Omega gereist. Eine Station, wo eigentlich nur Verbrecher und Syndikate unterwegs sind. Aber da hat es drei Personen, bitte entschuldigt, drei Personen, die mal rekrutieren sollen. Also, traf einen Schlag, schauen wir doch mal vorbei. Wird bestimmt witzig. Okay, ich würde noch meine Frau Hackerin mitnehmen. Outfitwechsel. Oh, das Rot gefällt mir ganz gut und ich glaube, du bist also ein bisschen zwielichtig. Kann man auch bei dir wechseln? Ja, gut. Kann ich noch einen mitnehmen? Ach so, na, ich habe sie gar nicht bestätigt. Hinzufügen. Hinzufügen. Ja. Kann ich bei dir was anpassen? Das kann sich nicht nutzen. Miranda. Auch nicht. Gut. Das war's. Willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Moklen. Ich wollte gerade... Abgang wartet. Sofort. Natürlich, Moklen. Was immer Sie verlangt. Verdammte Aasgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben sie auf dem Schirm, seit sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und ihre Aufwartung machen. Ich rede mit ihrem Boss, wenn ich es für richtig halte. Dann sollten sie es sofort für richtig halten. Niemand lässt Aria warten. Afterlife. Sofort. Alice Outfit. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Oh ja, also hier wird es Stress geben. Oh, das ist unser Schiff. Oh, mit dir kann ich reden. Autsch. Bitte. Sie müssen mir helfen. Wer hat Ihnen erlaubt zu reden, Blödmann? Sind Sie Said Massani? Ja, das bin ich. Sie müssen Commander Shepard sein. Wie ich höre, müssen wir eine Galaxie retten. Ich nehme an, man hat Sie informiert. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Cerberus hat mir alles geschickt, was ich wissen muss. Okay. Meine Kontakte haben gesagt, wir sammeln einen Mann auf, nicht zwei. Batarianischer Delinquent. Hat jemanden so sauer gemacht, dass er mich angeheuert hat, ihn zu finden. Sogar für meinen Lebendigpreis. Bitte, ich war es nicht. Klappe, habe ich gesagt. Hat versucht, mich auf eine Verfolgungsjagd durch die ganzen Systeme zu treiben. Er hätte es besser wissen müssen. Die Typen fliehen immer nach Omega. Der soll in so einem Team sein? Okay. Gehen Sie. Richten Sie sich auf der Normandy ein. In Ordnung. Ich mache es mir gemütlich. Der Unbekannte hat Ihnen vermutlich von unserem Arrangement erzählt. Nein, die Information hat er wohl lieber nicht in die Akte aufgenommen. Gut, dass ich gefragt habe. Ich habe vor einer Weile eine Mission angenommen, kurz bevor ich bei Cerberus angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse. Haben Sie schon einmal von Vido Santiago gehört? Er ist der Anführer der Blue Suns, leitet die ganze Organisation.
Anscheinend hatte kürzlich eine Elphel Ashland Raffinerie auf Zoria eingenommen und missbraucht die Arbeiter als Sklaven. Das Unternehmen will der Sache ein Ende setzen. Moment mal, ist das nicht die Raffinerie, wo wir das letzte Mal gewesen sind? Ja, aber erstmal, wenn wir Zeit haben. Ich sorge dafür, dass wir das erledigen. Gut. Wenn wir das aus dem Weg haben, können wir uns darauf konzentrieren, den Helden zu spielen. Ich schalte das Ding lieber ab, bevor es anfängt zu stinken. Wenn Sie das nächste Mal bereit sind, jemanden zu töten, bin ich auch startklar. Okay, also erst für die schmutzigen Sachen da. Dann hätten wir ja schon mal einen. Das kann ja nur besser werden. Okay. Sollen wir uns hier anstellen? Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Gehen wir mal vorbei, schauen, was passiert. Gehen Sie rein. Geil. Oh, mit dem können wir reden. Machen wir mal. Wen starren Sie so an? Haben Sie nichts Besseres zu tun, als mit Leuten Streit anzufangen, die Sie gar nicht kennen? Nein. Es geht mir auch nur um die, deren Nase mir nicht passt. Sie sehen meine Bewaffnung. Wollen Sie das wirklich durchziehen? Ich? Na gut. Ich lasse Sie laufen. Vorerst. Man sieht sich. Was hat er für ein Problem? Ach, Vorbild. Okay, also sie hätten auch erschießen können, einfach so. Aber ich hatte ja keinen Grund. Ich habe gerade ganz dezent einen Flashback. Ah, okay. Boah, das mit dem Feuer ist schon mega nice. Ja, quatschen wir mal mit ihm. Oder auch nicht. Ah. Oh, Barmann. Oh ja, lass uns meinen Drink genehmigen. Okay, mehr passiert hier also nicht. Sieht übrigens geil aus. Gefällt mir. Da kann man nicht hin. Was? Geh mal runter, aber die Musik ist hier mega laut. Guten Tag. Ach Gott sei Dank, ist leiser. Sollen wir da runter? Ich glaube, hier bestellt jeder jeden. Vorfan. Okay, bei ihm machen genau das gleiche. Ciao. Das habe ich im ersten Teil auch gemacht. Ich mache es auch hier wieder. Einfach nur zu gucken. Ja, ich glaube für YouTube. Für YouTube sollte ich das vielleicht nicht so lange machen. Wir gehen mal lieber. Kurz so testen. Für die Wissenschaft. Geht's hier hin? Ich kenne sie nicht.
Mensch. Ich bin der Patriarch. Arias Patriarch. Was wollen Sie? Ein so alter Kroganer wie Sie hat bestimmt einige großartige Geschichten zu erzählen. Ich habe vor langer Zeit gelernt, dass niemand wirklich an alten Kriegsgeschichten interessiert ist. Man fragt nur danach, damit ich das Gefühl bekomme, noch für irgendwas zu taugen. Wenn Sie lange genug bleiben, werden Sie alle meine Geschichten hören. Vielleicht fallen Ihnen ja sogar selbst ein paar neue ein. Warum nennt man Sie den Patriarchen? Es heißt, ich würde alles wissen und sehen, weil ich irgendeine biotische Fähigkeit habe. Und Sie halten mich für verrückt. Sie hat mich als Berater behalten. Und als Trophäe. Trophäe in welchem Sinne? Was wissen Sie über Arya? Vor ein paar Jahrhunderten gehörte Omega mir. Als Arya ankam, hatte sie nichts als ihre Kleidung. Ich dachte, sie wäre nur eine Tänzerin. Sie hat die eine Hälfte meiner Männer umgebracht und die andere überzeugt, dass sie den Laden besser führen kann als ich. Sie kam zu mir, hier in diese Bar. Wir haben den Laden zerlegt. Sie hat eines meiner Herzen zerquetscht und die Hälfte meiner Knochen gebrochen. Und mich am Leben gelassen. Echt jetzt? Sie gegen Kroganer? Das muss schon was heißen. Warum hat sie sie am Leben gelassen? Sie zerstört nicht, was sie noch brauchen kann. Sie sagte, ich bekäme alle meine bisherigen Vorrechte, wenn ich ihr Berater würde. Ich wusste, wie die Dinge laufen. Ich wusste, bei wem ich mich anlehnen konnte, wen ich niederschlagen und wen ich anlächeln musste. Und alle, die mich respektiert hatten, sahen mich besiegt und gebrochen. Sie wussten, dass sie trotz all meiner Kraft die Stärkere war. Okay. Ich muss jetzt gehen. Also sollten wir aufpassen mit Arya. Das klingt nicht gerade super. Moin, was läuft hier so? Da liegt einfach mal eine Leiche. Das ist vermutlich hier total normal. Alter, schaut's ihr schräg aus. Die erinnern mich so ein bisschen an von Spider-Man an diesen Gnom da. Wie hieß denn der? Was auf dem fliegenden Ding immer rumgeflogen ist. Ah, mir fällt's gerade nicht ein. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte mal ganz kurz auf die Karte gucken. Wir sind jetzt da rausgegangen. Da ist die Arya. Söldner Anwerber. Ich glaube, wir hätten in die obere Ebene gehen sollen. Andererseits sind wir jetzt auch hier. Lass uns mal schauen, was es hier so gibt. Ich kenne keinen Captain Gavorn. Warum sollte ich ihm irgendwas sagen? Traue Ihnen nicht. Sagen Sie Gavorn, wir kennen seine Tricks. Wir haben heute niemanden getötet. Es scheint auf Omega ziemlich viele Vorja zu geben. Ah, weggehen! Zu viel reden! Gavorns Männer kriegen uns nicht. Wir gehen. War nett mit Ihnen zu plaudern. Nicht mehr reden. Wir kennen Gavorns Tricks. Wir gehen. Interessantes Gespräch. Wer bist du und was machst du da? Das sieht gefährlich aus. Hallo. Haben Sie vielleicht Interesse an geborgener Tech? Jeder Credit ist für ein Ticket, das mich von diesem schrecklichen Felsen runterbringt. Ich mach mal böse. Keiner bei klarem Verstand würde für Bergungsgut diese Preise bezahlen. Ich weiß.
Und deswegen verkaufe ich auch kaum was. Senken Sie die Preise, dann kaufe ich vielleicht was. Sonst gehe ich einfach weiter. Sie haben recht. Sie kriegen alles, was Ihnen gefällt, zum ursprünglichen Preis. Und wenn Harrod davon erfährt, kümmere ich mich dann darum. Na, bitte, ich kann nicht wissen. Ich muss gehen. Aber... Bitte sehen Sie an meinem Kiosk nach, was ich alles zu verkaufen habe. Und vielen Dank. Abtrünnig. Eigentlich war das Gespräch ja gar nicht mal so schlimm. Aber schauen wir mal. Munition für schwere Waffen. 15% Munitionskapazität. Oh ja, das klingt gut. Damit lässt sich was anfangen. 10% für die Schrotflinte. Was bist denn du? Bin ich auch gut? Edwaffe. Ja, das hole ich mir auch mal. Gut. Jetzt wäre mal das. Was haben wir hier? Kurz auf die Karte gucken. Ist das also der Omega-Markt? Harrods Emporium. Müssen wir bei Harrods irgendwas machen? Ich schau mal kurz nach. Omega. Okay, ja, das zu ihr müssen wir noch. Das ist der neue Auftrag hier. Planeten, Zebra-Station auf dem Platten, IT-System meldet sich nicht mehr. Citadel-Projekt, ja, okay. Eigentlich nicht, aber hat's sonst, hat's Apartments. Shuttle zur Quarantänezone, Afterlife Transport Depot, Söldneranwerber. Ja, gehen wir mal wieder zum Afterlife und sprechen mal mit Aria. Mal schauen, was sie zu sagen hat. Es bleibt mit ihr. Ja. Warum hat sie keine Decke? Na egal. Sich hier total verliere dem Ganzen. Aber wie komme ich denn hier rein? Privatraum verschlossen. Und er will mit uns. Ah, da ist eine Treppe. Ist sie das? Oh, das ist sie. Das ist nah genug. Waffen suchen, machen sie ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind Zauber. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Aria an. Sieht aus, als steht keiner von uns drauf, rumgeschubst zu werden. Und auf Ihrem Schiff wäre das von Bedeutung. Hier jedoch zählen nur meine Vorlieben. Also, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Warum sind alle hinter ihm her? Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Genau so einen suche ich.
Wirklich? Ist ja interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Sagen Sie mir einfach, wo ich ihn finde. Die Söldnergruppen hier rekrutieren jeden mit einer Waffe, um Archangel endlich zu erledigen. Das könnte unser Weg zu ihm sein. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung, direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Hassen Sie Archangel? Ich habe keine Zeit für Hass. Ich misstraue allen gleichermaßen. Im Moment bin ich ganz zufrieden damit, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass sie ihm helfen wollen. Ich suche nach Morden Solus. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Was können Sie mir über ihn erzählen? Er gehörte früher zur Special Task Group der Salarianer. Er ist brillant und enorm gefährlich. Aber bloß kein Gespräch anfangen. Er hört sonst nicht mehr auf zu reden. Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man Sie reinlässt. Danke für die Informationen. Bringen Sie bloß die Seuche nicht hierher. Okay, interessant. Und beide bedeuten Ärger. Ich würde sagen, zuerstens machen wir das mit dem Söldner, nachdem er ja gerade hier steht. Ich habe gehört, dass Sie rekrutieren. Mhm. Warum kommen Sie nicht rein? Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Er ist der Nächste. Ihr drei seht aus, als könntet ihr einiges bewirken. Lust auf einen guten Kampf? Warum nicht? Könnte man so sagen. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn sie draufgehen, bekommen ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Bloodpack. Sie sind ein Freischaffender. Basta. Noch Fragen? Ja, der Einsatzort wäre noch interessant, ne? Wo findet der Angriff statt? Archangels Operationsbasis. Er hat sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase versteckt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es hingeht, aber wir sorgen für den Transport. Ja gut, dann mal los. Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den Nächsten rein. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Sie müssen mehr als das wissen, wenn Sie überleben wollen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt und will sie jetzt auf ein... Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Okay, das war so meine gute Tat. Jetzt weiß ich mal, wie das mit Gut und Böse läuft. Also raus hier, weil die Musik ist einfach zu laut hier. Aber ich will auch so eine Feuerwand haben. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Mal kurz gucken. Transportdepot. Die Richtung. Mit Miranda reden. Ja gut, machen wir mal. Omega, was für ein Drecksloch. Zumindest hält man sich immer auf den Zehenspitzen. Ich war früher schon mal geschäftlich hier.
Danach braucht man außer der normalen Dekontamination noch zusätzlich eine lange Dusche. Okay. Ja, ich glaube, das ist unser Dude. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Ja, lass mal los. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Rein da. Ich glaube, wir brauchen mal jemanden, der schön reinhaut. Das ist erstmal du und... Ja, ich nehme sie mit. Annehmen. Kann ich bei dir was anpassen? Ja, auswählen. Schweres Gewehr. Ja, okay. Beenden. Mal schauen, ob das eine gute Wahl war. Höchste Zeit, dass sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Hat man ihnen gesagt, gegen wen es geht? Sagen sie uns einfach, wo wir hingehen sollen. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Haben Sie einen Plan? Ein kleines Team wartet darauf, sein Versteck zu infiltrieren. Aber jemand muss Archangels Feuer auf sich lenken, damit es reinkam. Und da kommen wir ins Spiel? Genau. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Das ist Selbstmord, verdammt nochmal! Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann es losgeht. Ja, gut. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kafka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Das Reinkommen wird leicht. Und das Rauskommen macht sicher Spaß. Ja, mal sehen. Denken wir erstmal darüber nach, wie wir ihn finden. Okay, mal kurz umsehen. Ne, gibt's nicht allzu viel. Shepard, ich habe den Bereich gescannt, kann aber keinen anderen Weg zu Archangel ausmachen. Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Mechs und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn sie sie vor ihrem Abzug schwächen, verbessert das ihre Chancen. Während die erste Welle loslegt, versucht das Infiltrationsteam Archangel zu überraschen. Ja, ich schlafe hier erstmal so rum. Ich erwarte mir nicht viel. Oh. Die leichten Max zuerst. Wenn das nicht reicht, schicken wir die schweren hinterher. Seien Sie bereit. Ach, das ist wieder sowas. Okay, dann werden wir hier erstmal sabotieren. Ein Feind-ID umgehen. Oh no. Ah, wobei, das ist wieder das Einfache. Widerstand. C, C, C und so. Das müsste sie ausbremsen. Hübsch. Jeder, der das Ding aktiviert, fliegt in die Luft. Ob Freund oder Feind. Okay. Abschaum. Ah, so einer. Okay. Ihr habt sie eurer Lager inklusive Verwundeten. Sprich mal mit Garm. Wir sind am falschen Ort, Freischaffender. Sind Sie der Anführer des Blood Pack? Gorm heiße ich. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ich sitze hier fest und warte, bis Sie und die anderen Freischaffenden mit dem Kriegsspielen fertig sind. Stellen Sie Ihre Fragen und dann gehen Sie.
Er hat eine mega geile Stimme. Man greift das Bloodpack an. Der verdammte Tarek will, dass wir warten. Ich hasse warten. Aber er sagt, die Suns hätten einen Plan und wollen nicht, dass wir ihnen in die Quere kommen. Wir sollen warten, bis Eclipse eine Max schickt. Mal sehen. Was wissen Sie über Archangel? Er ist ein gewaltiges Ärgernis. Er ist ein Turianer, also noch ein Stück hässlicher als Sie. Und er ist tapfer, bis ihm klar wird, dass man mehr auf dem Kasten hat, als er dachte. Klingt, als hätten Sie Erfahrungen am eigenen Leib gemacht. Er hat mal versucht, mich fertig zu machen. Hat gewartet, bis ich allein war. Es war der längste Kampf meines Lebens, aber ich konnte ihn in Schach halten, bis meine Männer aufgekreuzt sind. Danach war er nicht mehr so knallhart. Wir haben ihn über halb Omega gejagt. Fast hätte ich ihn gehabt, aber der schmierige Mistkerl konnte entwischen, bevor wir ihn in Gewahrsam hatten. Warum ist das Bloodpack auf Omega? Wir sind die Eingreiftruppe auf dieser verdammten Station. Wenn Sie Schutz brauchen oder jemand verschwinden soll, sollten Sie mit uns reden. Das Bloodpack ist überall auf Omega. Alle lieben uns. Und alle hassen uns. Ich glaube, Archangel hasst eigentlich nur Sie. Er ist ein verspanntes Arschloch und mir ist völlig egal, was er von mir hält. Aber er kostet mich Männer und ist schuld daran, dass ich für mein Sold arbeiten muss. Ich werde ihn heute aus dem Verkehr ziehen. Warten Sie es nur an. Ich bin der Einzige, der schon mal einen Zweikampf mit ihm ausgetragen hat. Ja, es wird spannend. Na gut, dann gehen wir mal. Ich muss jetzt los. Wurde aber auch Zeit. Will ich da schon hin? Naja, gut. Ah, schon wieder hacken. Vielleicht. Und jetzt. Okay. 6000 Credits. Immerhin, aber hat es noch was zum Hacken? Oh, Tür umgehen. C, C, C. Okay, da haben wir nur so ein Mini-Ding. Energiezellen. Dreimal mal nicht so viel Schwerdewaffen. Und noch mehr Credits. Das sieht interessant aus. Sehr nice. Okay. Moin. Ich suche Sergeant Kafka. Ich auch, Kumpel. Er ist da drüben und arbeitet an dem Jäger. Wir gehen über die Brücke, wenn er den Befehl erteilt. Reden Sie mit ihm, wenn Sie meinen. Aber ich hab's nicht eilig. Ich komme gleich wieder. Viel Glück. Gut, also dann gehen wir schon mal nicht dahin, sondern dahin. Okay, das sind die Blue Suns. Mal schauen, was hier so Tolles gibt. Oh. Ich will keine Ausreden. Kafka soll den Jäger reparieren, sonst läuft er als nächstes über die Brücke. Und jemand soll mir die verdammten Baupläne bringen. Sofort! Raus mit den Freischaffenden. Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße. Was ist Ihr Problem? Sie, Gentha! Schaffen Sie mir diesen Abschaum aus den Augen! Wow. Tarek, was macht Sie eigentlich so stinkig? Said? Said, kennen Sie dieses Arschloch? Wir haben mal zusammengearbeitet. Seit wann arbeiten Sie für so wenig? Seit wann sind Sie ein verdammter Irrer? Es ist wegen Archangel. Der Typ bringt mich nochmal um. Einmal hat er es schon fast geschafft. So schlimm? Schlimmer. Sehen Sie her, Said. Mit dieser Scheiße muss ich mich rumschlagen. Gentha, reden Sie mit diesen Leuten. Beantworten Sie alle Fragen, die Sie haben. Schön, Sie zu sehen. Und wer weiß, vielleicht werden Sie ja mein Problem für mich lösen. Möglich ist alles. Oh ja, war nicht schlecht, dass wir ihn mitgenommen haben. Tarek heuert nur ungern Freischaffende an.
Er traut keinem, der nicht zu den Blue Suns gehört. Was Sie nicht sagen. Was kann ich für Sie tun? Was wird Tarek tun, wenn das Infiltrationsteam versagt? Als erstes wird er alle Freischaffenden erschießen, die noch am Leben sind. Danach wird er Eclipse und das Bloodpack vorschicken. Ich habe vorgeschlagen, zusammenzuarbeiten, aber er vertraut den anderen Gruppen nicht. Und wenn Archangel alle Angriffe überlebt, dann sind die Suns auf sich allein gestellt. Deshalb will Tarek auch unbedingt, dass der Jäger repariert wird. Aber dazu wird es nicht kommen. Archangel ist gut, aber so lange hält er nicht mehr durch. Er ist jetzt schon über einen Tag da drin. Was wissen Sie über Archangel? Er ist ein militanter Turianer, dem es Spaß macht, zum Zeitvertreib Söldner umzulegen. Abgesehen davon ist er ein einziges großes Fragezeichen. Er taucht auf, meist zum denkbar ungeeignetsten Zeitpunkt, und pfuscht uns in unsere Arbeit. Wenn Sie mich fragen, kann er gar nicht früh genug draufgehen. Warum hassen Sie ihn so sehr? Er hat Tarek angegriffen. Zu Hause. Hätte ihn beinahe erwischt. Tarek ist seitdem ständig kurz vorm Ausrasten und macht mir das Leben zur Hölle. Alles, was ich tue, wird kritisiert. Dass er die anderen Söldnertruppen zu Hilfe geholt hat, zeigt, wie verzweifelt er ist. Die sind doch genauso schlimm wie Archangel. Mhm. Was machen die Blue Suns auf Omega? Wir liefern Ware an viele Gruppierungen und Parteien hier. Ware? Waffen, Mechs, Maschinen. Was immer sie brauchen, wir besorgen es. Wir vermitteln auch Abkommen zwischen den Parteien. Man würde es im Moment nicht vermuten, aber Tarek ist ein geschickter Verhandlungsführer. Was hat Archangel getan, dass die Blue Suns so wütend auf ihn sind? Er verhöhnt und jagt uns die ganze Zeit. Wir vermuten inzwischen hinter jedem Job eine Falle. Weiß er, wo das Treffen stattfindet? Wird die Lieferung plötzlich verschwinden? Wie viele Männer werden wir dieses Mal verlieren? Tarek hat einfach genug. Ich kann es ihm nicht verdenken. Also wenn er dann auf unserer Seite ist, wird es ein mächtiger Verbündeter sein. Andererseits könnte es auch für uns echt gefährlich werden. Mal sehen. Wir machen uns besser auf den Weg. Gute Idee. Und melden Sie sich bei Kafka. Ja, später. Jetzt schauen wir mal. Einen Mech haben wir ja schon. Was wollen Sie, Freischaffender? Nix, alles gut. Jetzt schaue ich mal, ob man hier noch ein bisschen... Ja, okay, die Karte ist wieder nur so ganz klein. Dann quatschen wir mal mit ihm. Kafka? Sergeant Kafka. Sie müssen die Gruppe sein, die Sorki erwähnt hat. Sie kommen genau rechtzeitig. Haben Sie auf uns gewartet? Das Infiltrationsteam gibt in Kürze das Signal. Archangel wird nicht mal merken, was ihn erwischt. Irgendwelche Fragen? Jetzt ist vermutlich die letzte Gelegenheit dafür. Was habe ich? Achso, okay. Jäger? Geben Sie uns mit dem Jäger Deckung. Ha, Tarek ist der Einzige, der damit fliegt. Außerdem ist er noch nicht so weit. Dieser Mistkerl von Archangel hat ihm beim letzten Einsatz übel mitgespielt. Noch ein paar Handgriffe und er ist wieder wie neu. Führen Sie den Angriff an? Tarek bezahlt mich nicht fürs Kämpfen. Ich plane nur die Angriffe und repariere den verdammten Jäger. Freischaffende wie Sie haben das Privileg... Ziel ist in Sicht. Es geht los. Roger, Bravo Team. Los, los, los! Auf Archangel wartet eine ordentliche Überraschung. Aber das heißt, dass ich jetzt weitermachen muss. Ich muss ihn wieder auf 100% Leistung bringen, bevor Tarek beschließt, dass er ihn braucht. Sie arbeiten zu... Sieht nicht gut aus für Archangel. Wir haben nichts Besseres zu tun. Gehen wir. Wir bereiten diesem Kerl selbst eine Überraschung. Wir haben Besuch. Macht sie fertig! Sie gehört zu Archangel.
Okay, andere Waffe. Das geht aufs Negativkonto. Ach scheiße, der darf ja auch nicht drauf gehen, ne? Dann gehen wir mal nach oben. Was? So ein Shit. War das jetzt echt alles? Okay, hier ist keiner mehr. Komm da nicht hin. Was für ein Badass. Archangel? Das hat er die ganze Zeit alleine gemacht? Shepard. Dachte, sie wären tot. Was? Dark Angel ist Garrus? Was du... Na, wie geil. Was machen Sie hier? Ich freue mich ebenfalls, Sie wiederzusehen. Ich bin nur überrascht, Sie hier anzutreffen. Geht mir genauso. Trotzdem ist es schön, mal ein freundliches Gesicht zu sehen. Söldner beseitigen ist ein harter Job. Vor allem ganz allein. Was machen Sie hier draußen auf Omega? Ich hatte die Schnauze voll von dem ganzen bürokratischen Müll auf der Citadel. Ich dachte, alleine könnte ich mehr bewirken. Zumindest ist es kein Problem, hier Verbrecher zu finden. Ich muss nur auf irgendjemanden zielen und abdrücken. Wie ist es Ihnen gelungen, jede Söldnerorganisation in den Terminus-Systemen so schrecklich wütend zu machen? Es war nicht leicht. Ich musste hart dafür arbeiten. Ich bin erstaunt, dass Sie sich zusammengetan haben, um mich zu bekämpfen. Sie müssen mich wirklich sehr hassen. Seit wann nennen Sie sich denn Archangel? Den Namen haben mir die Einheimischen gegeben. Wegen meiner vielen guten Taten. Ich mag ihn, aber bitte... Für sie reicht einfach Garrus. Angeschossen hat er mich ja nicht. Aber ja, wie ist jetzt der Plan? Also, reingekommen sind wir. Aber das Rauskommen wird bestimmt nicht ganz so leicht. Nein, wird es nicht. Diese Brücke hat mein Leben gerettet, weil all diese dämlichen Idioten genau in mein Schussfeld gelaufen sind. Aber andersrum funktioniert's genauso. Sie pulverisieren uns, wenn wir es auf dem Weg versuchen. Warten ist aber auch keine besonders gute Option. Gibt's sonst noch Vorschläge? Bis jetzt konnte ich sie von hier fernhalten. Und jetzt, wo wir zu viert sind. Ich schlage vor, wir halten die Stellung, warten auf eine Schwäche in ihrer Verteidigung und nutzen dann unsere Chance. Es ist kein perfekter Plan, aber es ist ein Plan. Wie konnten Sie nur in so eine Lage geraten? Meine Gefühle waren meinem gesunden Menschenverstand im Weg. Ist eine lange Geschichte. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bringen mich lebend hier raus, dann erzähle ich Ihnen alles. Aber müssen wir da nicht straight auf Schiff gehen, weil alle was gegen dich haben? Ja, wird schon klappen, ne? Also gut, alle bereit machen. Sie werden bald hier sein. Ja, mit Sicherheit. Mal sehen, was Sie vorhaben. Sie scheinen zu wissen, dass Ihr Infiltrationsteam versagt hat. Sehen Sie selbst, Speer. Eclipse würde ich meinen. Oh, ja gut, sind ja nur Roboter. Mehr als das, aber jetzt ist es einer weniger. Stimmt. Wir sollten uns bereit machen. Ich bleibe hier oben. Von dieser Position aus kann ich jede Menge Schaden anrichten. Und Sie machen das, was Sie am besten können. Wie in alten Zeiten, Shepard. Heizen wir den Mistkern. Ich bin aber eigentlich auch ein Sniper, also werde ich da mal wechseln. Was haben wir denn hier alles? Betäubungsschuss. Ziehe ich mal hier nach oben. Überladen hätte ich auch gern. Blendgranate. Oh, nice. Mit allem einmal. Blendgranate bitte einmal.
Schuss ab! Okay, keine Munition mehr. Wir gehen mal auf die. Das wird helfen. Eure Betäubungsschuss ab. Ja, ich geh schon mal nach unten. Oh shit, jetzt wird's kritisch. Das sollten wir aber hinkriegen. Munition wird kritisch. Erledigt wird. Also gut, zeigen Sie mal, wie Sie damit fertig werden, Archangel. Los! Online. Verdammt, jetzt schicken Sie schwere Wechs los. Ich dachte, den hätten wir umprogrammiert. Das Problem müsste sich eigentlich von selbst lösen. Ja, eben. Hat mich nicht mal kommen sehen. Nice. Sehr gut. Gut, dass wir das gemacht haben. Sonst hätten wir Stress. Scharfschütze? Ja, nice. Dann macht sie fertig! Guter Schuss! Ich liebe dieses Gewehr. Okay, wir brauchen da definitiv ein größeres Magazin. Und wieder keine Munition mehr. War's das? Das waren anscheinend alle. Suchen Sie mich, bevor die sich neu formieren. Ja, ich komm. Erstmal Munition hier aufsammeln. Alles sicher. Vorerst. Wir müssen nach wie vor hier rauskommen. Oder was? Gut. Sie haben es echt drauf, Shepard. Sie sind kaum an mich rangekommen. Und Jareth haben wir dabei auch noch erwischt. Ich war schon seit Monaten hinter dem Bastard her. Es sind immer noch Bloodpack und Blue Suns übrig. Sollen wir versuchen, durchzubrechen? Vielleicht. Mal sehen, was Sie vorhaben. Sie haben Verstärkung auf der anderen Seite. Und zwar ordentlich. Aber sie kommen noch nicht über die Brücke. Worauf warten die bloß? Okay, das klang übel. Verdammt, sie sind in der unteren Ebene. Tja,
Irgendwann mussten sie ja mal ihr Hirn einschalten. Kommen Sie besser hier runter, Shepard. Ich halte die Brücke frei. Wir teilen uns in Zweiergruppen auf. Einer aus meinem Team bleibt hier. Sind Sie sicher? Wer weiß, was da unten auf Sie wartet? Kasumi, bleiben Sie bei Garrus und halten Sie ihn am Leben. Dabei hatte ich mich so darauf gefreut, in einem dunklen Keller rumzukriechen. Danke, Shepard. Sie gehen jetzt besser. Wie komme ich in den Keller? Gehen Sie eine Ebene tiefer. Die Kellertür ist an der Westseite des Hauptraums, hinter der Treppe. Ich funke Ihnen Richtungsanweisungen, wenn Sie Hilfe brauchen. Aber Sie müssen schnell darunter. Viel Glück. Verstanden. Dann macht sie fertig. Die Luft ist schwer im Beschuss.
reißen Sie sie in Fetzen! Geben Sie mir Deckung. Ich kümmere mich um Archangel. Sie sind kaum zu mir durchgekommen. Und wir haben Garm und sein Bloodpack ausgeschaltet. Der Tag wird mit jeder Minute besser. Das war ein wirklich zäher Bursche. Okay, ich merke, dass das Mikrofon deaktiviert war. Aber er hat gerade voll mitkommentiert mit, oh ja, da müssen wir hin und da müssen wir ihn fertig machen. Es tut mir leid. Sorry, wenn es ein bisschen ruhiger war. Ja, Sie kannten Garm. Sie haben schon mal gegen ihn gekämpft? Ja, einmal. Hab ihn allein erwischt. Keiner von seinen Jungs konnte ihm helfen. Trotzdem konnte ich ihn nicht besiegen. Noch nie habe ich einen Kroganer gesehen, der sich so schnell regeneriert. Eine Laune der Natur. Er hat nicht aufgegeben, bis seine Watcher aufgekreuzt sind. Es war knapp, aber ich musste ihn gehen lassen. Diesmal nicht. Nur die Blue Suns sind noch übrig. Wir sollten es riskieren und uns den Weg freikämpfen. Sie haben vermutlich recht. Tarak hat die härteste Einheit, aber wir sind schon mit Schlipp. Außerdem wird er nicht erwarten, dass wir ihn von vorne angehen. Kopf runter! Oh. Da wäre noch was. Ich dachte, das Ding hätte ich bereits ausgeschaltet. Okay, wie soll man den Flieger jetzt runterkriegen? Sie seilen sich an der Seitenwand ab. Erdgeschoss. Sie haben die hintere Treppe erreicht. Das war's. Fuck, ich muss in Deckung gehen. Ah, so ein Shit. Das war cool. Halte Betäubungsschuss ab. Okay, sonst noch jemand? Nein! Das hat jetzt ein Ende! Na, bitte nicht. Bereit machen! Okay, wo ist die große Bumme? Hier. Na komm, schieß doch mal. Los,
Einmal das da bitte. Wo ist er? 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 Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Ah, scheiße. Ja, ich kann mich nicht heilen. Das ist super. Komm, komm, komm. Schild, 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 Schild. Komm schon. Nicht aus. Okay, einmal noch. Wo ist er? Wo ist der Bastard? Endlich! Okay, Garros. Bitte sei nicht tot. Nein, bitte nicht. Wir schaffen Sie hier raus, Garrus. Halten Sie durch. Funken Sie Joker an. Sie sollen bereit sein, wenn wir kommen. Er wird es nicht schaffen. Na, bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Aber ich hätte doch nichts anders machen können. Nein, was für ein Scheiß. Ah, shit, shit, shit. Ich hoffe, er macht's. Aber Leute, das sehen wir in der nächsten Episode, ob er es schafft oder nicht. Ja, das war jetzt gerade spannend. Und es ist nach wie vor spannend. Oh mein Gott, bitte, Garrus, mach's. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Echt spannend gerade.